herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir waren mitten in der Wüste stehen geblieben, wo die einzige Stelle im Ödland, wo es Sandstürme gibt. So, wir laufen erstmal weiter. Ich hoffe uns, wir kriegen nicht gleich... Ja, genau so, was meine ich, aber das ist glaube ich nur eine Ameise. Nicht mit mir. Ekliges Mistvieh. Könnte ein bisschen durchschlagskräftiger sein, die Waffe. Aber okay. Wir könnten hier mal. Messer. Die reparieren wir alle durch. Das ist Blödsinn, die so aufzuhalten. Das denn? Kommst aber schnell, du. War nicht schnell genug. Zwei Schuss nur noch. Ja, das ist ein bisschen armselig von der Munition her. Ist okay. Man braucht auch ganz schön viel Muni, das Ding, für so eine kleine Ameise. Da fand ich den Repetierer schon ein bisschen besser. Da hinten läuft da noch eins. Und noch eins. Ach, nee. Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handel interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt, ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Okay. Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Es gibt eine alte Ödlandlegende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsamer Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten.
Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles und das reicht, um die Leute zu motivieren. Mhm. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Boah! Hast du mal einen geraucht oder was, du blödes Mistvieh? Und der Typ jetzt hin, ich will den abknallen. Ah! Na los! Ah! 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 Sechs Stück. Von wegen hat damit aufgehört. Drecksack. So. Machen wir mal langsam weiter und uns nicht hier ewig aufhalten. Das war wieder ein Geschwatz. Sechs Sternkorken hatte der Dussel. Junge, Junge. Wo, von wo? Ich seh's nicht. Ach doch. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich aus dieser Flasche trinke. Das stört so. Wer denn jetzt schon wieder? Ich sehe wieder niemanden. Keine Ahnung, was das bringt. Ach, das gibt's
gar nicht. So, Messer, what the way. Alles her hier, Pyro. Ein Wein. So, ich muss unbedingt mal die Waffe wechseln. Hier Haufen Messer. Alles fett damit, ist alles Gewicht. Langsam wird es echt eng mit Munition. Moment, jetzt. Wer schießt hier denn? Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie. Ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Du wirst sterben. Was? Den Teufel werde ich tun! Hier drüben! Na, reicht schon? Wieder 7. Sehr schön. Die Lederrüstung nehme ich mal, weil ich glaube. Kleidung. Nee, Lederrüstung lässt sich nicht mit Kampfrüstung. Kampfrüstung lässt sich nicht mit Lederrüstung reparieren. Mist. Okay, 3 Schuss, dann nehmen wir doch die 10 mm. Da haben wir noch die meiste Muni. Halt, wo ist die alte hin? Mann, bist du hässlich. Auch wieder 2. Ich hab ja schon ganz schön viele. So, jetzt sind wir gleich in. Na, wie heißt? Na, da muss er halt alle hier wo. Caesar's Legion. Alle umgebracht hat. Ermordet. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner! Gut, dann stopp's jetzt. Hören Sie doch mal auf!
Ja. Der ist ja gar nicht, der Kerl. Hauptsache er ist gestorben. So, wir gehen mal hier rein. Nipten. Ach, Nipten. Stimmt, da war ja was. Alter, ist ja dunkel. Gab's in dem Spiel nicht mal Licht oder bin ich gerade wieder blöd? Oh. Das nehmen wir mit. Mehl. Ach, na klar. So ging das. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben sie bloß gegen uns? Wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swanick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Bis später. Ich nehme alles mit. Jetzt war ich ganz schön lange ruhig, warum auch immer. Leer. Alles leer. Naja, leer und ich guck wieder rein. Harmonika. Schreibtisch ist leer. Ach, hier gibt es ja kaum was. So, okay. Dann gehen wir da runter. Wer ein Schild hat. So, und bevor ich jetzt hier rausgehe, würde ich sagen, ist die Folge vorbei.
Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder lasst es auch bleiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.